Hey Leute, was geht? David von iDesignish hier. Da es so ein heißer Tag heute ist, habe ich mal gedacht, ich mache doch mal ein Tutorial über Schmelzen, das heißt zwei Objekte zusammenfügen. In diesem Fall hat mich das ein bisschen an einen Bonbon erinnert, daher machen wir mal so, wie wir ein paar Bubbles, ein bisschen Bälle zusammenfügen können. Und zwar gehen wir als erstes mal hier auf unser Objektding, wählen uns eine Kugel aus. Ja, lassen wir die mal auf 100. Dann kopieren wir uns die mit STRG-C, STRG-V. Ziehen uns die mal hier so neben. Machen wir die mal ein bisschen kleiner, mal 90. Dann kopieren wir uns das wieder. Machen wir 80. So, dann packen wir die mal in ein Nullobjekt. Das heißt, wir gehen ja auf, je nachdem was ihr habt, wenn ihr die eher 16 habt, dann könnt ihr hier unter diesen Menüpunkt wählen und da steht hier oben dann, ja bei mir unten Nullobjekt, bei euch da oben Nullobjekt. Und wählen wir uns aus und duplizieren ist das so oft, wie es die Kugel gibt. Detoist. Einmal STRG-C, STRG-V und zweites Mal STRG, STRV. Ziehen uns dann die Kugeln hier rein, die andere Kugel da rein und die letzte Kugel dort hinein. So, dann gehen wir hier auf dieses grüne Symbol und wählen uns mal den Metaball aus. Dann markieren wir uns alles und packen das in den Metaball rein. Und wie ihr sehen könnt, gibt es hier jetzt so schöne Verschmelzungen. Gehen wir dann auf den Metaball, machen mal ja, die Hülle, was uns gefällt. Gucken wir mal, 115, 100, 200, okay, 200 ist krass, 120, ja, ist ja wurscht. Dann gehen wir hier bei der Unterteilung, umso weniger es habt, umso gerade ist es, also ist das momentan ist es eher so, dass die Polygone sehr eckig sind, dass es sehr wenige gibt. Daher machen wir mal viele, das heißt, wir machen beispielsweise mal 20. Wie ihr sehen könnt, gibt es mehr Polygone und das macht das ganze Ding dann mehr runder. Dann hier bei der Unterteilung ist eigentlich wurscht, machen wir mal 1. So, jetzt könnt ihr, wenn ihr wollt, nochmal die Kugeln anwählen und nochmal verschieben, wenn ihr wollt. Aber ich glaube, ich lasse das mal so. Dann wählen wir alle an. Drücken erst der GC, SGV, um das zu kopieren. Tun das dann auch hier in den Metaball rein. Und ziehen es dann nach oben oder unten. So haben wir so eine Masse. Naja. So, die können wir uns mal ziehen, wenn wir wollen. Ich werde es mal ein bisschen rumspielen, was denn am besten ist. Könnt ihr halt alles nochmal ändern, wenn ihr wollt. Lassen wir so erstmal. Dann haben wir die drei ja angewählt. Dann gucken wir mal nach der Richtung. Das heißt, wir verschieben das jetzt. Ihr könnt es, wenn ihr wollt, auch keyframen. Das heißt, und ja, ihr könnt es beispielsweise bei diesem Frame anfangen. Und ein Keyframe hier setzen bei Keyframe. Und auf, machen wir mal 90 gehen. Und können das Ganze dann, ja, machen wir mal so hier drehen, Keyframe, dann könnt ihr die unteren zwei nehmen, Keyframe, der war dann auf 90 hier, und dann hier so, noch ein Keyframe, und dann könnt ihr auch bei der, ja, bei der Höhe, beispielsweise auch Keyframe nehmen dort und dann mal irgendwie sowas hier und dann, wenn ihr das laufen lässt, habt ihr dann so zum Beispiel, dass sich das halt so ein bisschen bewegt, aber das wollen wir nicht, deswegen löschen wir die ganzen Keyframes und hier, jetzt sind die weg.
So, wir wollen das erstmal so generell verschieben. Suchen wir uns mal was aus. Ihr könnt auch alle einzeln anwählen, wenn ihr wollt. Heißt, ihr könnt beispielsweise den anwählen und den beispielsweise ein bisschen höher setzen. Die drei waren das hier. Werden wir mal ein bisschen. Wie war das der? Ziehen wir den ein bisschen runter. Und dann haben wir. Ja, ich denke, das lassen wir erstmal so. Das ist ganz gut. So, jetzt kommt die Textur dran. Also haben wir Doppelklick unten auf den Kreis, also auf die Fläche drücken, kommt dann dieser Ball, die Textur. Auf Farbe wählt ihr euch, also da wir das so bonbonmäßig haben wollen, ihr könnt natürlich machen, was wollt. Gehen wir auf Oberfläche, eine Oberfläche und auf, wo haben wir es? Na, wo haben wir es? Bin ich denn blöd? Teils. Da, auf Teils, zu Deutsch Ziegel. Nicht zu verwechseln mit den Ziegeln in Deutsch. Warum auch immer hier sind Ziegel, aber warum auch immer er Englisch und Deutsch habt, nimmt aufs Englische Teils. Und dann geht ihr rauf und wählt nicht Kacheln, sondern irgendein anderes Muster, was ihr wollt. Könnt ihr mal gucken, was ihr euch gefällt. Da wir beim Bonbon bleiben wollten, nehmen wir mal die Welle 1. Oh Gott, wo gucken wir mal? Welle 2. Ja, gut, ist schon das Muster vorprogrammiert, aber machen wir Welle 1. Dann gehen wir hier auf die Farbe. Die erste ist weiß, das heißt, ups, Quatsch. Die erste ist weiß. Das ist diese Umrandungen, wie ihr gleich sehen könnt. Dann die zweite machen wir eine andere. Ganz grelle, schwule Farbe. Zum Beispiel, machen wir mal, ne, machen wir ein bisschen dunkler. Dunkelblau. Dann die andere machen wir rot. Ne, obwohl, die machen wir ein bisschen pink. Schauen wir mal. Also, ihr könnt es ja noch ändern. Und die letzte machen wir quietscherot. So, dann machen wir die Fugenstärke mal auf. Was machen wir da? Gucken wir mal. 25. Ja, machen wir mal 30. Ja, ist eigentlich wurscht. 25 oder 30. Und dann machen wir die Abrundungsstärke mal auf 15. Und ja, lassen den Rest so. Dann gehen wir auf Spiegelung. Wählen hier eine passende Spiegelung aus, also gering halt, machen wir mal 30. Dann gehen wir auf Textur, auf Fresnel. Fresnel, wo bist du, wo bist du? Und gehen wir Fresnel. Ja, gucken wir mal irgendwas Graues. Können es dann auch ändern, wie wir wollen. Wir gucken mal so, wie es ist. Dann wird es halt dunkler an den Rändern. Glanzlicht machen wir mal 60, ups, nicht 30, machen wir 60. Und machen wir bei der Höhe mal die Hälfte 30. Ja, gucken wir mal. Dann sind wir fertig. Dann das Flup draufziehen. Okay. Gucken wir mal, wie es aussieht. Dann machen wir jetzt die Umgebung. Gehen wir hier rauf, auf Himmel. Machen wir eine Textur für den Himmel. Machen wir einfach, dass wir das kopieren. Also auf den Ball drücken, STRG-C, STRG-V. Doppelklick drauf, weil das wollen wir noch kurz verändern. Weiß ist okay. Blau machen wir hellblau. Ja gut, das ist ein bisschen zu hell. Aber machen wir einfach mal Babyblau.
Dann das da machen wir. Gucken wir mal. Nicht grün. Ja, auch blau und. Ja, das machen wir eventuell ein bisschen dunkler. Gut. Gucken wir mal, wie es ausschaut. Dann ziehen wir das hier auf den Himmel. Und gehen auf den Himmel, Rechtsklick, C4D, Text, auf Render. Dann wir müssen drei der Text aus, wenn ihr den ausgewählt habt, sichtbar für Kamera aus, dann ist es weg. Als nächstes machen wir uns eine Platte. Dort heißt, wir gehen hier auf das Objektwerkzeug, also Objektding, wählen uns eine Ebene aus, ziehen die hoch, machen die ungefähr eine Größe. Das ist ein bisschen überdeckt. Ziehen das Vieh ein bisschen hoch. Jo, okay. Machen wir uns eine neue Ebene. Leuchten, also das heißt Farbe raus. Leuchten. Bei Leuchten machen wir Farbverlauf. Bei Farbverlauf gehen wir rauf. Jetzt, um das ein bisschen abzukürzen, also erst einmal gehen wir auf kreisförmig, gehen wir auf, bei dem Typ auf kreisförmig. Und dann, um das zu invertieren, sage ich mal, also das heißt umzudrehen, drücken wir rechte Maustaste, linke Maustaste hier rauf, links, rechts, rechts und gehen auf Umkehren. Gehen dann hier auf den Reiter, Doppelklick und machen ein bisschen grau. Und wir ziehen uns das ein bisschen weiter vor und ziehen das Ding ein bisschen weiter vor. Naja, nicht zu weit. Vielleicht so. Und ziehen uns das Vieh auf die Platte. So, nun machen wir uns einen Hintergrund nochmal. Hintergrund, weil Himmel, Hintergrund ist ja was anderes. Und ja, machen. Gut, das können wir später machen. Machen wir jetzt erstmal die Voreinstellungen. Ausgabe. Machen wir Film. Ist eigentlich egal, was für Frames. Auf jeden Fall machen wir 1080p, wie wir es immer haben. Dann speichern. Machen wir mal unter mal Bourbon. Da ich hier schon ein Beispiel habe, gehen wir auf Desktop und Bourbon. Wie auch immer man schreibt. So, JPEG, Effekte, gehen wir mal auf, na, Global Animation und Ambient Occlusion. Da mein PC nicht so mehr der schnellste ist, machen wir hier erstmal Einzelbild beim GI-Modus. Dann gehen wir hier auf den Cache und machen alles niedrig. Die Qualität ist ehrlich gesagt dieselbe, allerdings, also natürlich nicht dieselbe, weil er ist ja schneller, aber das ist so minimal, das sieht man nicht bei mir. So, jetzt nochmal ganz kurz zurück zu dem Hintergrund, also das können wir zumachen. Zu dem Hintergrund machen wir uns eine neue Textur. Ach, Vordergrund, ich wollte Hintergrund machen. Also, hierauf auf Hintergrund. Bei einer neuen Textur drückt man drauf. Machen uns bei der Farbe einen Farbverlauf. Beim Farbverlauf gehen wir rauf. Und invertieren wir das wieder. Das heißt, raufklicken mit der anderen Maustaste, umkehren. Und wir wollen es schwarz haben, weil wir wollen das Babyblau haben. Aber wirklich nicht so heftig. Und so. Jetzt packen wir das auf den Hintergrund drauf. Und gucken wir mal, wie es denn ausschaut, wenn wir es rendern. Ja, okay, der Hintergrund ist mir noch ein bisschen zu hell. Den machen wir mal ein bisschen dunkler. Gucken wir mal. Und das Objekt machen wir mal. Also auf die Farbe machen wir mal das ein bisschen dunkler.
Also bei der Spiegelung. Nicht, dass es halt so grau wirkt. Wählen dann schwarz aus. Das ziehen wir mal ein bisschen runter, eventuell. Können wir dann auch rechte Maustastebene Cinema 4D Tags Rendering nicht sichtbar für Kamera. Jetzt ist es halt nicht sichtbar. Und dann gucken wir mal. Ja, das ist doch schon mal nicht schlecht. Jetzt ist es wieder ein Tick zu unterschiedlich. Machen wir es mal kreisförmig im Hintergrund. Das könnt ihr mich auch machen. Heißt Farbe. Das heißt, einen Typ machen wir auf kreisförmig. Und dann sollte es jetzt nicht mehr so komisch aussehen. Die Farben machen wir mal ein bisschen heller. Auf Farbe gehen. Blau machen wir ein bisschen heller, das Blau. Und Lila machen wir auch ein bisschen mehr rosa. Und Rot ist so okay. So, eventuell machen wir hier nochmal. Blau, das ist ein bisschen heller. Ja, ich denke, so ist okay. Rendern wir. Ja, so sieht es doch schon mal ganz cool aus. Das Einzige, was mich noch mal kurz ändern will, ist, dass dieser Pfützel da oben, das passt irgendwie gar nicht. Gucken wir mal ganz kurz, dass wir den erwischen. Ja. Okay, schau mal. Die Farben ändere ich doch mal. Gucken wir mal, grün. Hat auch was. Schauen wir mal. Ja, okay, also sieht schon mal ganz nett aus. So lassen wir das denn, sonst wird es zu langes Tutorial. Ich wollte euch mal kurz gezeigt haben, wie das in etwa geht. Könnt ihr euch mal selbst mit raus experimentieren, was ihr haben wollt. Hättet ihr das jetzt gekeyframed, dann würde es halt so diesen Lavalampeneffekt haben. Wenn du das gut finden wolltet. Allerdings, da eine Animation ein bisschen lange dauern bei mir, hatte ich mir gedacht, mache ich doch einfach nur ein Bildchen draus. Und in diesem Sinne, wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Abo da, kommentiert, was ich das nächste Mal mal machen könnte als Tutorial. Gebt mir einen Daumen hoch, ihr kennt ja den ganzen Rest. Und ich würde sagen, bis dahin, haut rein und bis dann. Ciao.